Papst besucht Myanmar, Graf, sagen oder nicht sagen, das ist die Frage. Stand 27.11.2017, 8:07 Uhr Seitenanfang. Mitten im Konflikt um die Rohingya ist Papst Franziskus von heute an zu Besuch in Myanmar, Graf. Er kommt mit einer Friedensbotschaft. Doch falls er das Wort Rohingya in den Mund nehmen sollte, könnte seine Mission schwierig werden. Von Lena Bodewein, ARD Studio Singapur. Mit dieser Aussage hat er es sich nicht leichter gemacht. Uns haben traurige Nachrichten erreicht über die Verfolgung der religiösen Minderheit. Es sind unsere Brüder, die Rohingya, sagte Papst Franziskus. Wer das Problem der Rohingya anspricht und sie auch noch als Rohingya bezeichnet, dem wird in Myanmar, Graf, nicht unbedingt der rote Teppich ausgerollt. Aber Franziskus ist kein x-beliebiger Mensch und er ist auch kein x-beliebiger Papst. Er ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt und sein Benehmen schwer einzuschätzen ist. Darum wollten einige Menschen vorbeugen, internationale Persönlichkeiten wie Kofi Annan oder der burmesische Kardinal Charles Maunbo. Wir haben ihn natürlich gebeten, zumindest das Wort Rohingya nicht zu benutzen, denn es ist sehr umstritten und nicht akzeptabel, weder für das Militär noch für die Regierung oder die Bevölkerung Myanmars, sagte er. Papst Franziskus auf dem Weg nach Myanmar, Tagesschau 6:00 Uhr, 27.11.2017. Download der Videodatei. Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein, H264, Mittel, H264, Groß, H264, HD, H264. Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel Speichern unter Auswählen. Video einbetten. Nutzungsbedingungen. Embedding Tagesschau. Durch Anklicken des Punktes Einverstanden erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden.